Хочу вместе с вами порассуждать. Ich möchte mit euch zusammen nachdenken. Над текстом из Евангелия от Марка. Über einen Text aus dem Evangelium Markus nachdenken. И мы рассмотрим с вами всю пятую главу Евангелия от Марка. Und wir wollen das ganze Kapitel 5 Markus Evangelium betrachten. И эту главу, пятую главу Евангелия от Марка. Und dieses Kapitel, Kapitel 5 Markus Evangelium. Ее можно назвать одним коротким тезисом. Und man kann sie mit einem kurzen Satz benennen. Иисус может все. Jesus kann alles. И я хотел бы с вами, читая этот текст, в этом еще раз убедиться. Und ich möchte mit euch gemeinsam diesen Text lesen und nochmal darin wirklich diese Festigkeit erlangen. У человека на земле бывают трудности. Der Mensch in seinem Leben hat oft Schwierigkeiten. И трудности на земле мы можем классифицировать в разные группы. Und wir können diese Schwierigkeiten in verschiedene Gruppen einordnen. Есть трудность, которая является исключительно личной для одного человека. Es gibt Schwierigkeiten, die persönlich für eine Person vorhanden sind. Есть трудность, которая является трудностью отдельно взятой семьи. Es gibt Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten für eine Familie sind. А есть трудность, которая является трудностью города, области или целой страны. Und es gibt Schwierigkeiten, die manchmal für eine ganze Stadt, einen Landkreis oder sogar für ein ganzes Land vorhanden sind. Und wir können vielen verschiedenen Schwierigkeiten begegnen. И как прекрасно знать того, und wie wunderbar ist es, den zu kennen, кто может решить любую трудность, der jede Schwierigkeit überwinden kann. И имя ему Иисус. Und sein Name ist Jesus. И он может все. Und er kann alles. Потому что он великий Бог. Weil er ein großer Gott ist. Давайте прочтем из пятой главы Евангелия от Марка. Lass uns aus dem Evangelium Markus, aus dem fünften Kapitel, самый первый стих. Den ersten Vers vorlesen. И перешли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gerasena. Библия называет конкретное место. Die Bibel nennt einen konkreten Ort, куда отправился Иисус, in den Jesus sich hingewendet hat. Страна Гадаринская. Das Land der Gadarener. А что же там в этой стране было? Was war dort in diesem Land? Читаем следующий стих. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Там был в этой части земли Израиля. Dort war in dem Gebiet ein Teil des Landes Israel. Или в этой части Гадаринской страны. Oder in diesem Teil der Gerasena. Был один человек. Da war ein Mensch. И место его жительства написано «из гробов». Und seine Wohnung waren die Gräber. Третий стих. Der dritte Vers. Он имел жилище в гробах. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. И никто не мог его связать даже цепями. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Потому что многократно был он скован оковами и цепями. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen. Но разрывал цепи. Und er hatte die Ketten zerrissen. Разбивал оковы. Und die Fesseln zerrieben. И никто не в силах был укротить его. Und niemand konnte ihn bändigen. Гадаринская страна, Gerasena-Land, имела одну проблему, sie hatte ein Problem, которое было связано с одним человеком, die mit einer Person zu tun hatte. И Библия говорит, что этот человек, und die Bibel sagt uns, dass dieser eine он Mensch, вел себя очень-очень странно. Der hat sich sehr, sehr außergewöhnlich aufgeführt. Пятый стих. Fünfter Vers. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen schrie und schlug sich mit Steinen. Если бы такой человек жил в нашем городе, wenn in unserer Stadt so ein Mensch leben würde, наступает вечерняя тишина. Wenn so langsam die Abendstille übers Land kommt, и вы слышите душераздирающий крик. Und ihr würdet hören einen herzzerreißenden Schrei. И этот человек кричал. Und dieser Mensch hat geschrien. И бился о камни. Und er hat mit Steinen geschlagen. Невзирая на то, какая пора в сутках, ночь или день. Und er hat nicht darauf geachtet, ob es Tag oder Nacht war. В другом месте Библии написано, никто не смел проходить
тем местом. In einer anderen Bibelstelle lesen wir, dass keiner diese, an diesem Platz vorbeigehen konnte. Я не исключаю, что когда родители отпускали детей играть. Ich kann nicht ausschließen, dann wenn die Eltern ihre Kinder zum Spielen nach draußen ließen. Они могли указывать это место и детям говорить: ни в коем случае туда не приближайтесь. Sie haben den Kindern wahrscheinlich immer diesen Hinweis gegeben: auf keinen Fall geht ihr dort zu diesem Platz. Этот человек был причиной, что многим людям портил жизнь. Dieser Mensch war ein Grund dafür, dass er vielen anderen das Leben sauer und schlecht gemacht hat. Когда кто-то мешает вам жить, wenn jemand euch hindert zu leben, как обычно люди к этому относятся? Wie verhalten sich die Menschen meistens dann dem gegenüber? Они пытаются эту проблему как-то решить. Die Menschen versuchen irgendwie dieses Problem zu lösen. И мы читаем с вами в четвертом стихе. Und wir lesen im vierten Vers. Пытались ли люди той местности решить эту проблему? Auch die Menschen der damaligen Zeit haben versucht, dieses Problem zu lösen. Читаем вместе. Wir lesen zusammen. Потому что многократно. Denn er war oft. Много раз. Ganz oft. Люди много раз предпринимали попытку. Die Menschen haben sehr oft einen Versuch gestartet. Был он скован оковами и цепями. Mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen. Люди предпринимали попытку. Die Menschen haben einen Versuch unternommen. И может быть мужчина говорил мужчине. Und vielleicht hat ein Mann dem anderen Mann gesagt. И мужчины собирали группу человек пять или семь. Vielleicht haben sich Männer zu Gruppen von fünf und sieben Menschen zusammengetan. И говорили: давай положим конец этой проблеме. Lasst uns hingehen und dort ein Ende machen diesem чтобы Problem. Ночью была тишина. Damit wir nachts Ruhe haben. Чтобы дети могли там спокойно играть. Damit die Kinder ungestört draußen spielen können. А люди могли спокойно там прогуливаться. Und die Menschen dort einfach in Ruhe spazieren gehen können. Многократно. Ganz oft. Это больше, чем один раз. Das war nicht nur einmal. Оковами связывали. Man hat ihn mit Fesseln gebunden. Цепями ограничивали. Mit Ketten hat man ihn eingegrenzt. Но дальше в Библии написано следующие слова. Aber weiter lesen wir in der Bibel folgende Worte. Но. Aber. Но. Aber heißt. Но разрывал цепи. Er hat die Ketten zerrissen. Разбивал оковы. Und die Fesseln zerrieben. И выглядит так, что все усилия людей заканчивались ничем. Und es sieht so aus, als wenn alle Anstrengungen der Menschen ins Nichts verliefen. И вывод, который мы читаем дальше. Und das, was daraus kam. И никто не в силах. Und niemand konnte ihn bändigen. Никто не в силах. Niemand konnte был укротить его. Ihn bändigen. Люди просто опустили руки. Die Menschen haben einfach ihre Hände sinken lassen. И сказали: это изменить невозможно. Dieses Problem können wir nicht lösen. Вы знаете, друзья, иногда так говорят, глядя на отдельного человека. Wisst ihr, manchmal sprechen wir so, wenn wir einen bestimmten Person betrachten. Когда смотрят, как низко он катится. Und wenn wir sehen, wie er so immer weiter absinkt, wie tief er in der Sünde und in der Finsternis versinkt. Und es gibt Menschen, die versuchen, ihnen zu helfen. Und manchmal sagen sie: komm, wir sperren ihn ein in einem Zimmer. Давай мы отнимем у него деньги. Lass uns ihm sein ganzes Geld wegnehmen. Давай что-то с ним сделаем. Lass uns irgendwas mit ihm machen. И иногда наступает момент, und es kommt manchmal so ein Moment, когда люди опускают свои руки, dass die Menschen ihre Hände sinken lassen. И говорят: мы не в силах. Wir sind nicht in der Fähigkeit oder in der Macht. У нас не получается. Es funktioniert einfach nicht. И первое, что я хочу сказать. Und das Erste, was ich sagen möchte. Человек ограничен. Der Mensch ist begrenzt. Чем он может помочь другому человеку? In der Sache, in der er anderen helfen kann. Потому что человек просто человек. Weil der Mensch einfach Mensch ist. И это проблема, про которую мы читаем. Und das ist das Problem, von dem wir hier lesen. Ее можно назвать проблема местная. Wir können nennen dieses Problem ein Проблема гадаринской страны. Es war das Problem des Gerasena-Landes. Проблема той местности. Es ein Problem dieser Ortschaft. Шестой стих. Wir lesen den sechsten Vers. И увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. Als er aber Jesus sah von ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder. Гадаринскую страну.
In das Gerasena-Land. Пришел тот, кто выше человека. Da ist der hingekommen, der höher ist als ein Mensch. Кто сильнее человека. Der stärker ist als ein Mensch. Кто обладает абсолютной властью. Der eine absolute Kraft und Macht hat. И если люди убегали от одержимого. Und wenn die Menschen von diesem Besessenen weggelaufen sind, то тут мы видим картину, одержимый пришел к Иисусу и упал перед ним. Hier sehen wir ein ganz anderes Bild. Dieser Besessene kommt zu Jesus und fällt vor ihm nieder. Прибежал и поклонился ему. Er ist hingelaufen und hat sich vor ihm. Мы эту историю знаем, я просто читаю с вами конечный результат. Ich denke, wir kennen alle diese Geschichte, aber ich möchte einfach das Endergebnis vorlesen. Когда Иисус закончил свое общение с этим человеком, als Jesus die Gemeinschaft mit diesem Menschen vollendet hat, что мы видим в качестве результата? Was sehen wir als Endergebnis? 15 стих. Wir lesen den 15. Vers. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит. И одет, и в здравом уме, и устрашились. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte, почему und sie fürchteten sich. Почему эти люди устрашились? Warum haben die Angst bekommen? Потому что они друг другу могли сказать. Weil sie einer dem anderen sagen konnten, мы предпринимали много раз попытку. Wir haben sehr viel versucht, sehr oft etwas versucht zu unternehmen. Эту проблему решить. Dieses Problem zu lösen. И у нас ничего не получилось. Und wir haben nichts machen können. Иисус взялся и с одного раза эту проблему гадаринской страны решил. Aber Jesus hat angefangen und mit einem einzigen Versuch hat das Problem der Gerasener gelöst. Они человека видят уже в одежде. Sie sehen den Mensch auf einmal in vernünftiger Kleidung. Он спокойно сидит и уже не бьется о камни. Er sitzt ruhig da und schlägt sich nicht mehr mit Steinen. А когда услышали, наверное, его слова, сказали, так у него же и ум здравый. Und als sie seine Worte gehört haben, haben die wahrscheinlich gesagt, der hat ja sogar ein ganz vernünftiges Denken. Друзья, Иисус может решать проблемы. Freunde, Jesus kann die Probleme lösen. Если вы в своем родстве знаете тех, und wenn ihr in eurer Verwandtschaft solche kennt, которые подобно этому бесноватому другим портят жизнь, die so ähnlich wie dieser Besessene den anderen Menschen irgendwie das Leben zerstören. А может кто-то из нас о себе так скажет: я так многим порчу жизнь. Oder vielleicht kann jemand sogar von sich selber sagen, ich mache so manch einem Menschen das Leben zu Last. Мы сегодня говорим вам это прекрасное имя. Иисус может все. Und wir möchten euch heute diesen Namen nennen. Jesus kann alles tun. И кто-то из вас скажет, я уже обращался к людям. Und jemand möchte vielleicht sagen, ich habe schon Hilfe bei Menschen gesucht. Я уже обращался за помощью к специалистам. Ich habe schon Hilfe bei Experten gesucht. В гадаринской стране эта история была такая же. In dem Gerasena-Land war die Geschichte genau die gleiche. Многократно люди над этим человеком предпринимали попытку его обуздать. Ganz oft haben die Menschen den Versuch unternommen, irgendwie das Problem zu lösen. Но когда за эту проблему взялся Иисус, aber als Jesus sich dieses Problems angenommen hat, с первой попытки, vom ersten Versuch an, у него решилась эта проблема. Er hat dieses Problem gelöst. И проблема перестала быть в гадаринской стране. Und dieses Problem hat aufgehört zu existieren im Gerasena. Друзья, тебе нужно прийти по правильному адресу. Freunde, ihr müsst euch an die richtige Adresse wenden. Тебе нужно обратиться за услугой к правильному специалисту. Du musst dich an den wenden, an den richtigen Spezialisten. И им является Иисус, Господь и Бог. Und das ist Jesus Christus, der Herr und Gott. И там, где бессильны люди, und da, wo die Menschen machtlos sind, там велико и сильным является наш Господь Иисус. Da ist groß und stark unser Herr Jesus Christus. Иисус решает местные проблемы. Jesus kann alle Probleme einer Ortschaft lösen. Потому что он может все. Weil er alles kann.
Читая дальше эту главу, пятую от Марка. Wir lesen weiter dieses Kapitel in Markus Evangelium. 22 стих. 22. Vers. Это вторая история в этой главе. Das ist die zweite Geschichte in diesem Kapitel. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев его, падает к ногам его. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. Люди, которые именуются начальниками. Menschen, die Oberste genannt werden. Друзья, иногда определенные переживания их побуждают склониться перед Богом. Und manchmal zwingen gewisse Umstände diese Menschen dazu, sich vor Gott zu beugen. Иаир, начальник синагоги. Jairus war der Oberste einer Synagoge. Упал к ногам Иисуса. Und er fiel Jesus zu Füßen. Потому что у него была проблема. Weil er ein Riesenproblem hatte. А вот содержание этой проблемы, 23 стих. Und im 23. Vers lesen wir das Problem, sein Problem. И вот слова, которые он сказал. И усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Und bat ihn sehr und sprach: «Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe». Как вы назовете эту проблему? Wie könnt ihr dieses Problem nennen? Это не было проблема какого-то города. Das war nicht das Problem irgendeiner Stadt. Это не было проблемой какого-то района. Das war nicht ein Problem irgendeines Landkreises. Это была проблема семьи. Das war ein Familienproblem. Где Иаир и его супруга. Wo Jairus und seine Frau имели дочь, которая была при смерти. Die eine Tochter hatten, die im Sterben lag. Это была проблема отдельной семьи. Das war das Problem einer einzelnen Familie. И Иаир упал к ногам Иисуса. Und Jairus kommt und fällt Jesus zu Füßen. И сказал: «Приди ко мне». Und sagt: «Komm zu mir». Возложи на мою дочь руки. Leg deine Hände auf meine Tochter. Чтобы она выздоровела и осталась жива. Damit sie gesund wird und lebt. 24 стих. 24. Vers. Иисус пошел с ним. Und Jesus, und er ging hin mit ihm. Вы знаете, Иисус по-разному отвечал на проблемы людей. Wisst ihr, Jesus hat auf verschiedene Art und Weise auf die Probleme der Menschen geantwortet. Иногда люди получали решение проблемы сразу. Manchmal haben die Menschen sofort eine Lösung ihres Problems bekommen. Мог ли Иисус, konnte Jesus, находясь там, где он был, da wo er gerade sich befunden hat, на просьбу Иаира ответить, auf die Frage des Jairus eine Antwort geben? Иди, дочь твоя здорова. Geh, deine Tochter ist gesund. Мог ли он так сделать? Hätte Jesus das tun können? Со слугой у сотника он именно так и сделал. Einem Diener eines Generals oder eines Obersten hat er das so gemacht. Отправился в дом сотника. Er ist nicht hingegangen in das Haus. Там, где он находился. Da, wo er war, vor он Ort. Сказал: «Решена проблема». Er hat gesagt: «Dein Problem ist gelöst». И у сотника в доме слуга, которым он дорожил, стал здоров. Und bei diesem Obersten war dieser Knecht, der dort lag, krank, der ist plötzlich gesund geworden. Но не всегда Иисус решает наши проблемы одинаково. Aber Jesus löst unsere Probleme nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Почему-то проблему Иаира Иисус решил помочь ему, придя к нему в дом. Aus irgendeinem Grund hat Jesus das Problem des Jairus auf diese Art lösen wollen, dass er zu ihm nach Hause geht. Чтобы преодолеть какое-то расстояние, вам всегда надо время. Damit man einen gewissen Wegstrecke zurücklegt, braucht man eine Zeit. Und von dem Moment an, als Jairus Jesus gebeten hat, komm in mein Haus, und bis zu dem Moment, wo er in sein Haus kam, war ein Zeitabschnitt. Друзья, не всегда Иисус отвечает сразу. Freunde, Jesus antwortet nicht immer sofort. Иногда ты его просишь о помощи. Manchmal bittest du ihn um Hilfe, зовешь его имя. Du rufst seinen Namen an. И он иногда решает проблему сразу. Und manchmal löst er das Problem sofort. А иногда, как в истории с Иаиром, он пошел с ним. Aber manchmal, so wie in der Geschichte mit Jairus, geht er mit ihm mit. А это значит, он направился к тому, чтобы эту проблему решить. Das heißt, er hat sich dahin gewendet, mit ihm, um das Problem zu lösen. Но до самого факта решения проблемы надо еще ждать какой-то отрезок времени. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis das Problem wirklich gelöst worden ist, wurde ein
Zeitabschnitt festgelegt. И мы эту историю закончим чуть позже. Und wir werden diese Geschichte etwas später beenden. Потому что по дороге в дом Иаира. Weil auf dem Weg in das Haus des Jairus. В этой главе написана еще одна история, что произошло. In diesem Kapitel noch eine Geschichte beschrieben, was noch passiert ist. Читаем 25 стих. Wir lesen den 25. Vers. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Кто из вас помнит, какого возраста была дочь Иаира? Wer weiß von euch, wie alt das Mädchen des Jairus war, die Tochter? И прямо в этой главе написано. Und in diesem Kapitel wird es genau beschrieben. Что дочь была лет 12. Die Tochter war 12 Jahre alt. Сколько лет страдала кровотечением женщина, которая встретилась с Иисусом? Wie viele Jahre litt diese Frau an dem Blutfluss, die Jesus begegnet ist? Которая страдала кровотечением 12 лет. Die den Blutfluss seit 12 Jahren hatte. И я думаю, что в доме Иаира дочь 12 лет ему дарила радость. Und ich denke, dass in dem Haus des Jairus seine Tochter ihm 12 Jahre lang Freude beschert hat. Когда женщина с кровотечением 12 лет испытывала горе и проблему. Und zu der gleichen Zeit hat diese Frau, die den Blutfluss hatte, 12 Jahre lang Probleme und Schwierigkeiten hatte. Как вы назовете эту проблему у этой женщины? Wie könnt ihr das Problem bei dieser Frau nennen? И вы ее назовете, это ее личная проблема. Und ihr werdet sagen, das ist ihr persönliches Problem. Это не проблема целой семьи. Das ist nicht das Problem einer ganzen Familie. Это не проблема какой-то местности. Es ist nicht das Problem irgendeiner Ortschaft. Это здоровье женщины, ее личная проблема. Und die Gesundheit dieser Frau, das war ihr persönliches Problem. Пыталась ли она решить эту проблему, обращаясь к людям? Hat sie irgendwie versucht, das Problem zu lösen bei Menschen? 26 стих. Der 26. Vers. Много потерпела от многих врачей. Und hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Эта женщина не один раз обращалась за помощью. Diese Frau hat nicht nur einmal bei Menschen Hilfe gesucht. И даже количество врачей, к кому она обращалась, названо многих врачей. Und die Menge der Ärzte, an die sie sich gewandt hat, wird hier sogar mit vielen Ärzten genannt. Врачебная услуга всегда чего-то стоит. Und der Dienst der Ärzte kostet auch etwas. Сколько эта женщина заплатила за возможность от врачей получить помощь? Wie viel hat diese Frau dafür bezahlen müssen, dass die Hilfe bei Ärzten gesucht hat? Вот ответ на этот вопрос. Und hier haben wir auch die Antwort auf diese Frage. Истощила все, что было у нее. Und all ihr Gut dafür aufgewandt. И я задаю вопрос. Und ich stelle die Frage. Помогло ли этой женщине? Hat es dieser Frau geholfen? Отданные деньги на то, чтобы получить помощь от врачей. Dieses ganze Geld, das sie ausgegeben hat für die Ärzte. И вот, читая дальше, мы находим ответ. Und wenn wir weiterlesen, sehen, haben wir die Antwort dafür. И не получила никакой пользы. Und es hatte ihr nichts geholfen. Ну, может, пользы нет, но, может, хуже не стало. Und wenn sie keinen Nutzen davon hatte, vielleicht ist es nicht schlimmer geworden. Как раз таки именно так и произошло, но пришла еще в худшее состояние. Aber genauso ist es geworden. Hier heißt es weiter, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Эта женщина, она просто сражалась за свое здоровье. Diese Frau hat gekämpft für ihre Gesundheit. И я не исключаю, что она могла слышать то одно имя врача. Und ich schließe es nicht aus, dass sie immer wieder irgendwelche Namen von Ärzten gehört hat. Другую фамилию и имя другого врача. Und vielleicht von jemand anders den Namen eines anderen Arztes. 27 стих начинается с очень прекрасного слова. Und der 27. Vers beginnt mit einem wunderbaren Wort. Вот она услышала об Иисусе. Als sie aber von Jesus hörte. Друг, ты можешь знать много имен. Freund, du kannst viele Namen kennen, выдающихся ученых, врачей и академиков, die sich für gute Ärzte und Akademiker halten. Но самое нужное имя, которое тебе надо услышать, это имя Иисуса. Aber der notwendigste Name, den du hören musst, das ist Jesus. И Библия говорит, она услышала об Иисусе. Und die Bibel sagt uns, sie hörte von Jesus. И дальше написано, подошла сзади. И в народе и прикоснулась к его одежде. Und weiter steht von ihr geschrieben, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. 29 стих. Den 29. Vers. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes
Und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Мне очень здорово, прекрасно нравится фраза «ощутила в теле». Mir gefällt es sehr gewaltig und stark, finde ich diesen Satz. Und sie spürte es am Leibe. Ощутила в теле. Sie spürte es an ihrem Leib. Иисус в тот же момент решил проблему этой женщины. Jesus hat in dem gleichen Moment das Problem dieser Frau gelöst. Друзья, Freunde, иногда в нашей жизни нам кажется, что уже поставили точку. Manchmal scheint es in unserem Leben, dass schon ein Punkt gesetzt ist. У этой женщины это выглядело именно так. Bei dieser Frau hat es genauso ausgesehen. Все деньги, что были, уже на врачей истратила. Das ganze Geld, das sie hatte, hat sie schon für Ärzte ausgegeben. На приеме у многих специалистов была. Sie war schon bei vielen in Behandlung. Но пришла еще в худшее состояние. Aber es wurde nur noch schlimmer mit ihr. И это выглядит точкой. Und das sieht so aus, als wenn ein Punkt gesetzt ist. Никакой перспективы. Keine Perspektive. Ничего лучшего не видеть. Sie sieht überhaupt keine Verbesserung. Но она услышала об Иисусе. Aber sie hat von Jesus gehört. Иисус точку сделал запятой. Und Jesus hat aus diesem Punkt ein Komma gemacht. И в ее жизни дал ей продолжение. Und hat in ihrem Leben eine Fortführung gegeben. Ощутила в теле, что исцелена от болезней. Sie hat in ihrem Leib gespürt, dass sie geheilt ist von ihrer Иисусу Krankheit. По силам все. Jesus hat alles in seiner Macht. И эта история женщиной. Und die Geschichte dieser Frau. Это была маленькая история. Es war nur eine kleine kurze Geschichte. Которая произошла по пути в дом Иаира. Die unterwegs in das Haus des Jairus geschehen ist. Это заняло какое-то время. Das hat nur eine kurze Zeit gedauert. И мы можем увидеть, что приходят к Иисусу. Und wir sehen, dass dort wieder Menschen zu Jesus kommen. И мы можем читать, что произошло. Und wir lesen weiter, was dort geschehen ist. 35. стих. 35. Vers. Когда он еще говорил это, als er noch so redete, приходят от начальника синагоги, kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge. Und sprachen, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Чем иногда испытывается надежда на Бога? Der Mensch wird manchmal auf sein Vertrauen zu Gott geprüft. С момента, как Иаир Иисуса призвал. Von dem Moment an, als Jairus Jesus gerufen hat, Иисус с Иаиром отправился в его дом. Jesus ist mit ihm losgegangen zu seinem Haus. Как мы говорили, это занимает какой-то отрезок времени. Und wir haben davon gesprochen, es dauert eine gewisse Zeit. Что происходит в это время? Was passiert in dieser Zeit? Выглядит так, что как будто бы Иисус не спешит. Es sieht so aus, als wenn Jesus gar keine Eile hat. И первое, чем испытывается вера надеющегося на Иисуса человека. Und das erste, womit das Vertrauen des Menschen geprüft wird, это временем. Das ist mit der Zeit. Нам надо прямо сейчас. Wir wollen es immer sofort gleich. Нам надо в эту самую секунду. Wir wollen es in der gleichen Sekunde. А Иисус почему-то не спешит. Aber Jesus hat irgendwie keine Eile. А при этом он почему-то оказывает помощь не мне, а кому-то другому. Und in dieser Zeit hilft er auf einmal jemand anders und nicht mir. И когда Иаир видел, что женщина получила исцеление. Und als Jairus gesehen hat, dass die Frau Hilfe bekommen hat. Я могу себе представить. Da kann ich mir vorstellen. Как он мог при этом говорить: пожалуйста, пойдем в мой дом быстрее. Dass er vielleicht zu Jesus gesagt hat, komm doch bitte schneller in mein Haus. Время – это то, чем испытывается надежда на Бога. Die Zeit ist etwas, was unser Vertrauen zu Gott auf die Probe stellt. Второе, чем испытывается вера. Das Zweite, womit unser Glaube geprüft wird. Это плохими новостями. Mit schlechten Neuigkeiten. Дочь твоя умерла. Deine Tochter ist gestorben. Что утруждаешь учителя? Was bemühst du den Meister noch? Иногда люди, начиная уповать на Бога. Manchmal werden die Menschen, die auf Gott anfangen zu vertrauen, они ожидают, что сразу все станет лучше. Und sie erwarten, dass gleich alles anders wird und besser. Но иногда происходит по-другому. Aber manchmal geschieht es anders. Было в целом неплохо. Es war im Großen und Ganzen nicht schlecht. Ты начал призывать Божье имя. Du hast angefangen, den Namen des Herrn anzurufen. И к тебе начали приходить плохие новости. Aber dann hast du auf einmal schlechte Neuigkeiten gehört. И картина выглядит так. Und das Bild sieht dann folgendermaßen aus. Что как будто бы то, что я начал делать, это мне начало самому же и вредить. Und dann sieht es so aus, als wenn das, was ich angefangen habe zu tun, auf einmal zum Nachteil wird für mich. Послушайте ответ Иисуса. Hört auf die Antwort, die Jesus gibt. 36. стих. Der 36. Vers. Но Иисус, услышав эти слова. Aber Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde. Тотчас говорит начальнику синагоги.
und sprach zu dem Vorsteher: Не бойся. Fürchte dich nicht. Только веруй. Glaube nur. Это слово я сегодня говорю каждому из нас. Dieses Wort sage ich heute jedem von uns. Быть может в твоих трудностях. Vielleicht hast du in deinen Schwierigkeiten. Тебе приходят плохие новости. Hörst du schlechte Neuigkeiten? Сегодня тебе говорит Иисус. Jesus sagt dir heute. Не бойся плохих новостей. Fürchte dich nicht vor schlechten Neuigkeiten. Продолжай доверять, уповать и надеяться на Иисуса. Halte daran fest, das Vertrauen und deinen Glauben auf Jesus Christus zu setzen. Потому что он может все. Weil er alles kann. Иисус пришел в дом Иаира. Jesus kam in das Haus des Jairus. 39. Stich. Der Vers 39. Там, прямо в доме Иаира. Und gerade dort in dem Haus des Jairus. Ему говорят, Иаира дочь умерла. Die sagen zu ihm, seine Tochter ist gestorben. 39. Stich. Der 39. Vers. И вошедший говорит им. Und er ging hinein und sprach zu ihm. Что смущаетесь и плачете? Was lärmt und weint ihr? Дочь не умерла, но спит. Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Как отреагировали люди, когда услышали от Иисуса эти слова? Wie haben die Menschen reagiert, als sie von Jesus diese Worte gehört haben? 40. Stich. Der 40. Vers. И смеялись над ним. Und sie verlachten ihn. Знаете, что это был за смех? Wisst ihr, was das für ein Lachen war? Это был смех не только над Иисусом. Das war ein Lachen nicht nur über Jesus. Это был смех над Иаиром. На кого ты надеялся? Das war auch ein Lachen über Jairus. Auf wen hast du vertraut? На кого ты возложил упование? Auf wen hast du dein Vertrauen gelegt? Знаешь, чем испытывается твоя вера? Wisst ihr, womit euer Glaube geprüft wird? Иногда над твоим упованием другие смеются. Manchmal lachen andere über dein Vertrauen. Иногда другие твое упование унижают и оскорбляют. Manchmal verachten und erniedrigen andere dein Vertrauen. Но Иаир... Aber Jairus, не потерял упования и надежды на Иисуса до самого конца. Er hat dieses Vertrauen und die Hoffnung auf Jesus nicht verloren bis zum Schluss. 41. Стих. Der 41. Vers. И взяв девицу за руку, und er griff das Kind bei der Hand, говорит ей, und sprach zu ihr, Талифа куми, Талита кум, что значит девица, тебе говорю, встань. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. И девица тотчас встала и начала ходить. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Вы можете себе представить состояние Иаира и его жены? Könnt ihr euch vorstellen, dass, ja, den Zustand von Jairus und seiner Frau? Дочь, которая перестала дышать. Das Mädchen, das aufgehört hatte zu atmen. Дочь, у которой остановилось сердце. Die Tochter, bei der das Herz stillgestanden hat. Она не только пришла в себя. Sie ist nicht nur zu sich gekommen. Начала ходить. Sie stand auf und ging. Знаете, о чем эта история? Wisst ihr, worüber spricht diese Geschichte? Вся пятая глава Евангелия от Марка. Das ganze Kapitel des Evangeliums 5 von Markus. Она нас с вами учит одной прекрасной истине. Sie lehrt uns eine wunderbare Wahrheit. Иисус может все. Jesus kann alles. Кто-то скажет, у меня проблема местная. Jemand sagt vielleicht, ich habe ein lokales Problem. Такая проблема была в гадаринской стране. So ein Problem hatten die Gerasener. Иисус ее решил. Jesus hat dieses Problem gelöst. Кто-то скажет, у меня семейная проблема. Jemand sagt, ich habe ein familiäres Problem. В доме Иаира была такая проблема. Im Haus des Jairus war so ein Problem. Иисус пришел и решил ее. Jesus kam dahin und hat dieses Problem gelöst. Кто-то скажет, у меня личная проблема. Jemand sagt, vielleicht ich habe ein persönliches Problem. У женщины была проблема, которая длилась 12 лет. Diese Frau hatte ein Problem, das 12 Jahre lang angehalten hat. Иисус ее решил. Jesus hat dieses Problem Знаете, gelöst. Что эти библейские истории вам и мне говорят? Wisst ihr, was diese biblischen Geschichten euch und mir heute sagen? Что эти истории могут повториться и в наши дни. Dass diese Geschichten auch in unserer Zeit genauso geschehen können. Потому что Иисус вчера, сегодня и вовеки он тот же. Weil Jesus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Вопрос теперь только в одном. Die Frage besteht jetzt nur in dem einen. Готов ли ты доверить Иисусу твою проблему? Bist du bereit, Jesus dein Problem anzuvertrauen? Готов ли ты уповать на это святое имя? Bist du bereit, auf diesen heiligen Namen zu vertrauen? Была такая одна передвижная цирковая группа. Es gab so eine Gruppe, die von einer Gemeinde zur anderen fuhr. Они ставили большой шатер. Sie haben so ein großes Zelt aufgestellt. Приглашали зрителей. Und haben Zuschauer eingeladen. И показывали разные цирковые номера. Und haben verschiedene Zirkusnummern aufgeführt. И один цирковой номер из себя представлял следующее. Und eine Zirkusnummer
war folgende. На большой высоте. In großer Höhe. Натянут канат. Hat man ein Drahtseil gespannt. И канатоходец, взяв в руки шест. Und derjenige, der da drüber gehen sollte, der hat in seine Hand einen Stab Он genommen. С одной стороны по канату перешел на другую сторону. Der ist von der einen Seite dieses Drahtseils auf die andere hinübergegangen. Зрители видели, как это высоко. Und die Menschen, die Zuschauer haben gesehen, wie hoch das ist. И они пришли в восторг и начали восклицать: "Ну ты молодец!" Und die sind in Begeisterung ausgebrochen und haben gesagt: "Was ist das für ein wunderbarer Mensch?" Но после этого канатоходец взял и посадил себе на спину своего сына. Aber nach diesem hat dieser Mensch, dieser Drahtseilkünstler, auf seine Schulter seinen Sohn draufgesetzt. Взрослого парня, которому было лет 20. Einen erwachsenen Menschen, der schon an die 20 Jahre alt war. Канатоходец держит в руках этот шест. Dieser Drahtseilkünstler hält seinen Stab in der Hand. На плечах у него сидит взрослый сын. Auf den Schultern sitzt sein Sohn, der erwachsen ist. И таким образом он преодолел по канату с одной стороны, перешел на другую. Und auf diese Weise ist er von auf diesem Drahtseil von einer Seite auf die andere wieder hinübergegangen. Восторг у зрителей стал еще больше. Und die Begeisterung der Menschen war noch größer. Когда овации утихли, und als die Ovationen verklungen waren, канатоходец спрашивает у зрителей, da hat dieser Drahtseilkünstler die Zuschauer gefragt: Веруете ли вы, glaubt ihr daran, что я на плечах с моих могу перенести любого из вас? Dass ich auf meinen Schultern jeden von euch darüber bringen kann. Und die Leute haben ganz laut geschrien: Ja, wir glauben das. Weil jeder gesagt hat: An der Stelle deines Sohnes kann ja jeder andere sitzen. Und er wendet sich zu den Zuschauern. Freiwillige, bitte Hand hoch. Aber keine einzige Hand. Я верю. Ich glaube, но неси кого-нибудь другого. Aber trag lieber jemand anders. Кто знает, что будет в моем случае? Wer weiß, wie das in meinem Fall passieren wird? Знаете, на что мне это напоминает? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Мне это иногда напоминает христиан. Das erinnert mich manchmal an uns Christen. Веруешь ли ты, что Иисус может? Glaubst du, dass Jesus etwas kann? И люди говорят да. Die Menschen sagen ja. В гадаринской стране может. In dem Land der Gadarener kann er das. Im Haus des Jairus kann er das. Bei der Frau mit der Krankheit kann er das. Aber wie ist es bei dir? Und der Mensch antwortet so wie diesem Drahtseilkünstler: Wer weiß? Und ich möchte jeden von euch ermutigen. Jesus может. Не только в гадаринской стране. Jesus kann nicht nur im Gerasenerland. Он может проявить свою славу и в твоей местности. Er kann seine Herrlichkeit auch in deiner Ortschaft Иисус ausführen. Был сильным не только в доме Яира. Jesus war nicht nur stark in dem Haus des Jairus. Он сильный и в твоем доме и в твоей семье. Er ist auch stark in deinem Familie und in deinem Haus. Он не только проявил славу над женщиной, которая имела кровотечение 12 лет. Er hat nicht nur seine Herrlichkeit bewiesen bei der Frau, die 12 Jahre lang den Blut Он остается сильным и в наши дни. Er bleibt auch der Starke in unserer Zeit. И в наше время. Auch in unserer Zeit. Но слова, которые сказал Иисус. Aber die Worte, die Jesus gesagt hat. Не бойся. Fürchte dich nicht. Только веруй. Glaube nur. Я хочу пригласить сейчас каждого из вас. Und ich möchte jetzt jeden von euch einladen. Давайте все свои переживания и проблемы. Lass uns unsere ganzen Sorgen und Probleme. Мы в молитве сложим у ног Иисуса. Wir wollen sie im Gebet zu Jesu Füße bringen. So hat es Jairus getan. Er fiel vor Jesu Füßen nieder. Und er fiel nieder und sagte: Komm und hilf. Der Besessene im Gerasenerland, er kam vor Jesu Füße und fiel vor ihm nieder. Und heute vor diesem gewaltigen Namen Jesus. Können in Demut unsere Knie beugen, du und ich. Und können sagen: Herr, hilf mir. Und er kann alles.
Und er kann auch in deinem Leben alles wirken. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Таким упованием и надеждой. Mit so einem Vertrauen und so einer Hoffnung. Я приглашаю вас сейчас склонить свои колени. Lade euch ein, eure Knie zu beugen. Пред великим. Vor dem großen, пред славным, vor dem herrlichen, пред чудным именем, vor dem wunderbaren Namen Jesus, Господа Иисуса Христа, Jesus Christus, который может все, der alles tun kann, который может все, der alles kann, в твоей жизни, in deinem Leben, в твоей семье, in deiner Familie, в твоей местности, in deiner Ortschaft, пред ним преклоним колени, wir beugen unsere Knie vor ihm, Amen. Amen.